Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, was habt ihr denn gedacht? Ja, in der letzten Folge haben wir die Brücke wieder eingenommen. Ja, der Kampf um die Brücke. Operation Cloudburst. Ja, hat ja super geklappt. Wir haben das Imperium vertrieben und ja, was passiert wohl jetzt? Nach dem Sturm. Ich hätte wahrscheinlich erst den letzten Part beenden sollen, nachdem ich dieses Kapitel abgeschlossen hätte, weil jetzt kommt das richtig blöd rüber. Aber egal. Muss ja. Ist ja schließlich mein Let's Play. Ja, ich bin einfach unglaublich. Ja, ne? Ein Genie-Streich. Und Rosie ist immer noch eine Rassistin. Super. War verdammt. Aber nur weil sie schwarz ist, nicht wahr? Und als nächstes planen wir übrigens mit dem Panzer zu fliegen. Da wäre doch noch besser, nicht wahr? Wir sind unbesiegbar. Oh Gott, wie poetisch. Das klingt irgendwie gar nicht nach mir. Ich will aber keine Brücke sein. Okay. A parting wish. Aha. Wie gesagt, das wäre alles viel besser gewesen, wenn ich im vorherigen Part das Kapitel abgeschlossen hätte, aber was soll's? Ich habe sowieso nicht sehr viel geplant in diesem Part, ganz ehrlich. Ja, ja. Weißt du nicht das, was der Typ aus Fallout gesagt hat? Krieg wird sich nie ändern. Cloden Wildwood, Kapitel 5. Okay, neue Kämpfe, neues Personal Tab. So, dann können wir mal hier nach den anderen Sachen hier ausschalten im Buch. Wenn ich jetzt R2 und L2 drücke, dann kann ich nämlich hier wechseln. Da kann ich mir angucken, was wir ja noch machen können. Fangen wir mal von unten an. Glosserie. Ja. Hier wird alles Mögliche erklärt. Lions Paw, Löwenzahn, ja. Man pustet und da fliegt was weg. Personal, da können wir von jedem irgendwie einen Hintergrund oder so. Warte mal. Change Outfit. Kann ich auch irgendwie zoomen? Wer hat mein Brot geklaut? Okay. Ja, und da können wir von jedem Charakter hier
etwas Hintergrundgeschichte und so angucken. Sergeant, Alter 19, Scout. Ja, aber in der Town war eine Wache in Brühl. So, ich würde aber sagen, nee, nicht Hauptquartier, hallo. Weaponry, da können wir uns die Waffen angucken. Ich weiß natürlich alle namentlich auswendig. Nicht. Edelweiß, leichte Panzer. Werde ich natürlich jetzt nicht alles drauf eingehen, weil, ne. Wozu auch. So, hier können wir einzelne Karten nochmal erneut spielen. Ich glaube, nicht jede Mission können wir, ne, nicht jede Mission, aber einige Karten können wir ja wieder erneut spielen. Das hier ist, glaube ich, die allererste Map noch. Das, in dieser Stadt, wo wir hier von beiden Seiten angreifen mussten. Also im Kapitel davor. Und ja, ich glaube, das war's, ne? Oh, dann gehen wir mal zum Hauptquartier. Da können wir noch ein paar Sachen erledigen. Wie zum Beispiel Waffen kaufen, Leute trainieren. Und was weiß ich. Aber hier, das hier ist noch aufgetaucht. Da bin ich noch nicht drauf raufgegangen. Und wir gehen mal zum War Cemetery. Also Kriegs, Friedhof. Jo. Ich lache nur über die Toten, weil sie tot sind. それではなんでまたこんな場所に身が引き締まるんです。先の対戦で散っていった人たちを前にすると、それにこれだけの死を目の当たりにすると、 Mal hast du auch irgendwas anderes im Kopf außer Naturwelken? Ja, ist irgendwie einfach so passiert. Nee, wir sind unglaublich. Okay. Ma! Er denkt, er hat zu Ende gesprochen und plappert er immer noch. Ich bin dein Vater. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht ist es ja wirklich sein Vater. Ich habe gar keine Ahnung. Healing Request. Damit können wir Einheiten heilen. Okay. Meinetwegen. Das war eine Menge Erfahrungspunkte. Den Typen begegnen wir noch ein paar Mal, das weiß ich noch. Okay. Hoffentlich hat es das auch gebracht. So, hier haben wir Gas Front Station. Keine Ahnung. Hier gibt es eine Wand, wo wir, glaube ich, auch Nachrichten und so angucken können. Was so in letzter Zeit passiert ist. Und da ist sie schon wieder.
私が記者と発行者を兼ねたエレットの壁新聞よ。え？私はラジオ局の記者で新聞記者じゃないだろうって。もちろん既存の新聞社はあるわよ。でも政府の検閲で都合の悪いことはカットされるの。うん。カットならまだいいわ。ひどい時は事実をねじ曲げられプロパガンダに使われるの。プロパガンダ。 私が伝えたいのは事実。いいこともわるいこともひっくるめた事実なのよ。そこでこれ壁新聞なの。政府の手が届かないこんな場所だからこそできることもあるのよ。検閲の入る新聞社では伝えられない事実を私はここに書き連ねていくわ。 Okay, überall nackte Haut, nichts zensiert. Ich hab's verstanden. Ja. So, und hier können wir eigentlich immer nur das nachlesen, was eigentlich so in den letzten Kapiteln so passiert ist. Ja. Wer will, kann ja mal anhalten und sich da durchlesen. Mach ich ja nochmal langsamer. Langsam. Langsam. Aber ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ich meine, ich komme ja eigentlich ziemlich gut, weil sonst komme ich hier irgendwie nicht zu Wort. Ja, warte noch. Jetzt muss ich auch noch Geld bezahlen. Ich habe gerade Erfahrung schon bezahlt. Jawohl. Wie viel? Elite Embedded. Meinetwegen. So. Ja, aber heute nicht mehr. Mal, da will man nur zeigen, was sich hier noch alles im Hauptquartier befindet, und dann ist schon der ganze Part gleich vorbei. So, dafür kommt das jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ja, du bist ein kranker sadistischer Feldwebel, ich verstehe. So, Berg. Und wir müssen eigentlich alle aufleveln können. Njum. Njum. Jawohl. Zack. Und alle erreichen Level 3. Hüt, ha, hüt, ha. Okay. Geil. Jetzt werden alle stärker. Ein neues Potenzial für Shocktrooper. Einen neuen Befehl. Defense Boost. Cool. Ja, den Rest behalten wir es mal. Gut, haben wir unsere Einheiten alle stärker gemacht. So, jetzt holen wir uns noch ein paar neue Waffen und was weiß ich. Die sind, glaube ich, auch storyabhängig, was wir kaufen können. Okay. Was haben wir denn hier? Accuracy. Wie viel kostet das denn alles? 2000. Super. Catching. Oh, da sieht man schon ein paar Veränderungen. Hier, der Lauf hinten ist größer. Das war der Lauf, ne? So, hier kann man noch nichts. Hier kann man noch nichts.
Hier, das ist Sniper, okay. Ja, da haben wir auch nicht viel Glück im letzten Part. Ja, auch größer. So, mehr Verteidigung, natürlich. 1400 nur, geil. Rüstung, also für Dingens, Granaten. Und damit hätten wir schon alle Waffen, ja. Fertig. Dann holen wir was für die Edelweiß. Range, Body AP, Trade Happy, mehr Rüstung. Obwohl, das Ding hat schon verdammt viel Rüstung. Ich hätte gern mehr sowas für mehr Schaden. X-Magazin, nee. Keine Ahnung. Block Size, Leaf Spring. Ich dachte, da wäre womit man erst mit der Sicht, genau. Ich habe das besser. Und verteilen. Katsching. So, dann holen wir doch das hier. Das sind ganz schön gute Bonus. Und keine Ahnung, Threat Defense, was soll das sein? Ach, das Ding ist jetzt auf jeden Fall drin. Ne? Ja, hallo, dann hole ich noch mehr von da. Ja, Range. Ich mehr hier von als permanent. Hallo, so damit ist die Edelweiß schon mal nee, voll aufgeballert. Geil, und dann würde ich sagen, gehen wir hier raus, auch aus dem Hauptquartier rein ins Buch. Und wir haben eigentlich nichts erreicht. Eine neue Episode. Ach, wir haben hier so extra Dinger freigeschaltet. Genau. Ja, okay, wenn ich weiter zurückgehe, dann sieht man das. Aber das muss jetzt noch nicht sein. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Wir haben viel erreicht. Sehr viel, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ja. Im nächsten Part sehen wir, wie es weitergeht in der Story. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.